Meine Damen und Herren, was für ein Knaller. Sigmar Gabriel will nicht Kanzler werden. Nee, ist die falsche Formulierung. Er ist ja nur SPD-Kanzlerkandidat, wenn überhaupt. Also Sigmar Gabriel will nicht kein Kanzler werden. So ist es, glaube ich, korrekt. Martin Schulz wird natürlich auch nicht Kanzler werden, aber er wird es nicht werden mit 2% mehr. Gabriel hatte da, glaube ich, den richtigen Instinkt. Der Martin Schulz ist tatsächlich beliebter. Und es wundert mich auch nicht, denn der Schulz ist ein Ursozialdemokrat. Er ist Bergmanns Sohn, er ist nicht Schröder oder Agenda verseucht. Und Martin Schulz hat auch diesen sympathischen kleinen Sprachfehler. Er kann zum Beispiel nicht Nein sagen. Es ist ja wirklich so, es ist ja ein Job, den keiner machen will. Das wissen wir alle. Und ach Gott, das habe ich doch schon damals, wie es läuft, das habe ich schon damals in diesem einen Film, als Kind schon, was war das nochmal? In einem Film, da wird es schon, SPD kann es finden, in einem Film, was war, da wird das gezeigt, Dschungelbuch. So, Leute, wer SPD-Kanzlerkandidat werden will, der tritt bitte einen Schritt nach vorne. Und schon war es Martin. Gabriel. Gabriel. War richtig stolz. Gabriel war richtig stolz, das hat man gemerkt. Er hat sie alle reingelegt, er hat sie alle überrumpelt. Er hat auch gestern vor seiner Fraktion durchaus ein bisschen damit angegeben. Damit haben die Jungs und Mädels von den Medien nicht gerechnet. Nee, haben sie wirklich nicht. Wahrscheinlich ist das die neue Taktik der SPD, immer wieder jemanden präsentieren, mit dem keiner rechnet, um dann immer wieder Aufmerksamkeit zu gewinnen, bis zur Wahl. Jetzt ist es Schulz, vielleicht tritt der im März dann auch wieder zurück, dann übernimmt Hannelore Kraft, ne? Im Mai übernimmt Olaf Scholz, der macht es bis Juli, dann übernimmt Roland Kaiser. Und dann ist Merkel völlig durcheinander. Sigmar Gabriel möchte ja nun lieber Außenminister werden und es passt. Im Auswärtigen Amt braucht es ja einen Diplomaten, einen ruhenden Pol und wer wäre dazu besser geeignet als der stets freundlich in sich ruhende Sigmar Gabriel? Ne? Und als Außenminister könnte er sich dann auch verantwortungsvoll um die Krisenherde in der Welt kümmern, die unter anderem befeuert worden sind durch die Waffenexporte des bisherigen Wirtschaftsministers, dessen Name mir gerade irgendwie nicht einfallen will. Ich kann Gabriel natürlich verstehen. Außenminister ist ein attraktiver Job. Er geht einher mit traditionellen hohen Beliebtheitswerten, für Gabriel eine völlig neue Erfahrung. Und was man nicht vergessen sollte, er wird ja demnächst noch mal Vater. Und das kann ich verstehen. Also, wenn ich ein kleines Kind zu Hause hätte, ich würde mir auch einen Job suchen, bei dem man wirklich möglichst viel unterwegs ist.